McKissie-Benabba zum vierten Mal Hindernis-Europameister. Maïdan McKissie-Benabba, Frankreich, hat sich bei der Leichtathletik-EM in Berlin zum vierten Mal den Titel über 3000 Meter Hindernis gesichert. McKissie-Benabba lief im Finale in 8:31,66 Minuten die schnellste Zeit. Silber holte Fernando Caro aus Spanien, 8:34,16, Platz 3 ging an Johannes Schiapainelli aus Italien, 8:35,81. McKissie-Benabba, der bereits 2010, 2012 und 2016 gesiegt hatte, ist nach den Speerwerfern Yannis Lousis und Steve Buckley erst der dritte Leichtathlet, der bei Europameisterschaften vier Titel in der gleichen Disziplin gewonnen hat. Ein weiteres EM-Gold über 3000 Meter Hindernis hatte McKissie-Benabba 2014 in Zürich verschenkt, als er schon weit vor der Ziellinie jubelnd sein Trikot auszog und deshalb disqualifiziert wurde. Die beiden deutschen Starter Martin Grau, Höchstadt, und Johannes Motschmann, Berlin, hatten das Finale verpasst. Grau kam nach einem Sturz am letzten Hindernis im Vorlauf in 8:33,81 Minuten ins Ziel, Motschmann erreichte eine Zeit von 8:51,65 Minuten.